Herzlich willkommen! Ich freue mich, die Drive, Töni Spielmann, ja, die Prinzessin von Zürich. Ja. Es freut mich, mit dir einen Drive zu machen, in dem nigelnagelneuen Hyundai Ioniq 6 von der Ruckstuhl. Und schon geht's los. Ah, aber kommst du eigentlich direkt vom Schlittschuh laufen? Nicht gerade, aber ich gehe nachher gerade auf bei dem Wetter? Eisbahn. Ja, immer. Bei jedem Wetter. Also, heute sind wir tatsächlich tust du verrussen auf dem Eis fahren oder drinnen? Nein, ich bin eben eigentlich auf einem tollen Kunsteisbahn, wo ich unterrichte. Also trainiere tue ich sowohl als in der Halle als auch verruss bei schönem Wetter. Mhm. Und wir können auch gut trainieren in der Halle, wenn wir wollen. Nur heute ist jetzt Aber du bist eigentlich mehr oder weniger bei jedem Wetter immer noch tagtäglich in der Eiskunstlaufbahn Dolder. Ja, also im Winter. Ja, bei fast jedem Wetter. Eben, manchmal können wir die Halle ausweichen. Hast du jetzt Schlittschuhe an? Nein, du hast Schlittschuhe nicht an. Also du bist nach wie vor als Eiskunstläuferin voll engagiert. Du hast dir noch nicht verleidet, mit den Schlittschuhen den ganzen Tag umeinander zu schleifen. Ja, wirklich. Dein Leben schleift. Ja, mehrheitlich am Tag bin ich auf dem Eis. Tatsächlich. Du, jetzt sind wir da gerade in einem kleinen Stau. Okay. Voraus hat es einen Trax. Das ist eben Zürich, gell? Zürich im Frühling, wenn alles umgebaut wird. Ein bisschen viele Baustellen. Dennis, wieso du bei mir im Auto bist? Es gibt zwei ereignisvolle Gründe. Du bist letztes Jahr 60 geworden. Wenn ich denke, dass ich vis-à-vis von einer Eiskunstläuferin sitze, die 60 ist, und ich so anschaue, du kommst mir eigentlich vor wie so ein 18-jähriges Mädchen, oder? In Jeans etc. Und bist eigentlich immer noch genau gleich. Das ist das Problem, ich mir eben auch. Ja, auf ich nicht gedacht habe. Aber wie fühlst du dich eigentlich? Nicht wie 60. Ja, eben nicht wie so alt. Sondern wie? Ja, einfach jünger. Also ich habe immer mit jungen Leuten zu tun. Mein Freundeskreis ist auch eher noch jung. Und ich fühle mich innerlich jung deswegen. Aber ist das nicht ein Schock? Weil in den Medien war ja alles voll, dass jetzt Töni Spielmann, die Eisprinzessin, unser Vorzeigen, Prachtstück, jetzt plötzlich 60. Das war vielleicht nicht ein Problem. Oder das müssen wir auch in den Medien lesen. Ja gut, ich meine, man weiss es halt einfach. Oder? Ja. Wenn ich, jeder weiss, wie alt ich bin. Ja, es wäre jetzt nicht unbedingt ein Muss, dass das jeder weiss. Bist du eigentlich reich geworden als professionelle Eiskunstläuferin? Ja. Sicher? Ja. Aber das heisst, du machst das nur noch aus reiner Leidenschaft? Also ich müsste nicht jetzt immer so arbeiten, unbedingt. Mhm. Was jetzt ja neu ist, beziehungsweise nicht neu ist, aber du hast ein Buch herausgegeben. Und das ist Töni Spielmann, die Biografie, ich habe es mal schon in die Kamera. Ja. Oder? Und das ist rausgekommen im Cameo Verlag. Oder? Ja. Ich finde das eigentlich wahnsinnig. Wenn man dich auf dem Foto sieht, dann siehst du eigentlich aus wie 14. Nein. Ja, oder wie 16. Auf jeden Fall wunderschön, wunderhübsch etc. Oder? Wie alt bist du, als wir das Foto gemacht haben? Das haben wir tatsächlich im April vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Nein, im April vor einem Jahr hat Töni es noch nein, so nein, ausgesehen. Ich glaube September, sorry, August. August. Ich weiss nicht, es ist Herbst. Aber du bist ja nicht Journalistin, du bist ja nicht Redaktorin, du bist ja nicht unbedingt eine Texterin. Nein. Wer hat denn eigentlich das Buch geschrieben? Ich hatte eine mega gute Co-Autorin. Also ein Ghostwriter? Ghostwriter, Yvonne Eckert. Und wir hatten zuerst so Sitzungen, etwa 10 Sitzungen, 2 Stunden, wo sie alles aufgenommen hat. Also dann hast du quasi an diesen Sitzungen aus deinem Leben erzählt? Alles, alles. Sie hat nichts gefragt. Ich habe einfach von klein auf alles erzählt. Und sie hat dann das eben mal versucht in einer Form, also einfach, sie hat mir dann immer Kapitel zu Kapitel geschickt. Und es ist natürlich wahnsinnig intensiv gewesen. Ich habe es völlig unterschätzt. Oder? Weil, ich habe natürlich dann viel gesagt, nein, ich will es so oder das muss rein. Und habe so geschrieben, gewisse Sachen, wie ich es will. Und dann hat sie wieder angepasst. Sie hat es dann so halt, dass sie es reinbringen kann. Dann habe ich ihr wieder auch Nachrichten geschickt. Also was mir noch in den Sinn kam, ist, wo noch nicht drin ist. Also, es war wahnsinnig intensiv gewesen. Und ich muss ich sagen, ich habe sogar in den Ferien in Italien in der Bar am Computer gesessen, wo ich einen Text anschauen, lesen, bearbeiten etc. Aber, auch aber es hat ja auch eine lustige Sequenz drin, wo steht, dass du mit dem Udo Jürgens bekannt worden bist. Am grossen Udo Jürgens, selig auch unterdessen, am grossen Schlagerstar, der dich kennengelernt hat. Mit dem bist du ausgegangen. Und du bist dir eigentlich fast ein bisschen vorgekommen wie seine Freundin. Gell?
Es ist, er hat mich halt einen handgeschriebenen Brief geschrieben. Einen handgeschriebenen? Handgeschrieben. Und mich von Hand geschrieben im Mail-Zeitalter? Nein, nein, das ist vorher. Ist das vorher, also ja, keine Mails gegeben? Das stimmt, ja. 80 und mit schönen Briefkopf und alles. Und hat mich eingeladen in den Zirkus Knie. Und dann sind wir halt an der Premiere. Und klar, du mit dem Uwe Jürgens? Ja, und er ist dann vorgefahren in der Limousine, dort wo ich wohne. Hat mit dem damaligen Nattel, wo noch niemand hat, vom Auto aufgegeben. Das ist sehr wahrscheinlich so gross, ja, genau. wie eine halbe Wohnwand. Mit der Limousine gekommen und aufgerufen, er sei jetzt da. Und meine Mutter abgenommen und mega nervös. Und ich wie alt also, bist du dort gewesen? 17. Weißt du, und er? Ja, müsstest du jetzt ausrechnen. Ja, also eben schon ein bisschen älter. Aber es ist ja bekannt, dass der Udo Jürgens natürlich eher auf junge, attraktive Frauen gestanden ist, oder? Ja, er hat mich wahrscheinlich schon gut gefunden. Also aber du, wir schauen zu deinem Buch zurück. Wieso hast du das Buch eigentlich gemacht? Oder wer also hat die Idee zu dem Buch? Ich bin angefragt worden vom Cameo Verlag. Vom Cameo Verlag? Lustigerweise habe ich vorher gerade so ist mir durch den Kopf gegangen, ja, eigentlich wäre ich jetzt so ein bisschen wie genug alt. Ready for the story. Ja, genau. Aber jetzt habe ich dir noch ein kleines Präsent. Oh. Und zwar ist es ein Gutschein für eine kostenlose Beratung und Hautanalyse bei der Dr. Tragieva Ästhetik. Oh, also wenn du zum Beispiel mal Probleme hast mit der Haut oder denkst, mein Gott, mal, dann kannst du das gerne mal vorbeigehen oder einlösen. Doch, das ist sicher interessant. Und jetzt sind wir da vorne am Odeon. Vielmals. Jetzt sage ich dir ganz herzlichen Dank. Danke, ich hoffe, es war für dich einigermaßen okay gewesen mit diesen widerlichen Umständen. Nein, also ich habe es lustig gefunden. Ich weiß nicht, ob es du lustig bist. Bei dir finde ich es immer lustig. Hey, Dönis, ganz herzlichen Dank. Danke, das ist Zeitpro mit Deep Drive mit der wunderbaren, authentischen, liebenswerten und immer auf dem Boden bleibenden Dönis Spielmann, der Eisprinzessin vom Dolder. Ciao miteinander, das ist Zeitpro mit Deep Drive. Du musst in die Kamera winken. Ciao zusammen.